Hi ihr Lieben, ich bin's die Mel. Heute geht's um die Croppedile. Ich hatte ja versprochen, dazu mal eine, nicht Anleitung, falsches Wort, Erklärung zu liefern. Und mache also heute dieses Video speziell für die Interessierten, für Anfänger. Ich denke, alle alteingesessenen Croppedile-Nutzer können an dieser Stelle ausmachen. Ich habe auch nichts Neues erfunden mit diesem Gerät, aber da die Frage ja immer wieder aufkommt, habe ich gedacht, heute ist der Tag, an dem ich es euch erkläre. Croppedile-Geschichten, ich habe hier diese und ich habe hier diese. Die beiden sind dazu gemacht, Löcher zu machen und Dinge da drin anzubringen, wie Eyelets oder Snaps oder Gremlets. Was das ist, klären wir später noch. Und ja, wie soll man sagen, es geht auch ganz archaisch und mit Gewalt, nämlich mit diesem hier. Das kennen bestimmt die meisten von euch. Das sind so, ne, Einschlag-Tools, damit macht man Löcher. Und mit diesem hier, das hat hier so ein Nupsi auf der Rückseite, kann man dann die Ösen auf der Rückseite umbiegen, dass sie fest sind. Das Ganze mit Hilfe eines Hammers. Das macht ziemlich viel Krach und ist nicht besonders komfortabel. Allerdings gibt es auch Bastelsituationen, will ich es mal nennen, wo ich dieses tatsächlich immer noch benutze. Also ich würde nicht sagen, dass es komplett überholt ist, aber ich brauche es wirklich selber auch ganz, ganz selten. Mit Anschaffung dieses Teils habe ich das mit dem Klopfen größtenteils gelassen. Wie gesagt, Löcher machen. Dieses Teil vereint also das Lochen und das Vernieten von Dingen in einem Tool, so dass ihr halt diesen Kram, den ich da vorher hatte, nicht mehr braucht. Und es ist auch für mehrere Größen passend, so dass man ja wirklich ein multifunktionales Tool hat. Die gängigen Größen für so Löcher, das ist halt auch wieder an amerikanischen Maßen irgendwie ausgerichtet. Einmal die kleinen Löcher, das ist ein 1/8 Inch und dann gibt es das größere Loch, das sind 3/16. An dieser Stelle hier seht ihr, da ist eine kleine Skala, sieht man das? Ja, sieht man ganz gut. Und hier ist so ein Teil, das ist hier mit so einer, ja, hier, guck mal, so eine kleine Schraube, da könnt ihr Abstände einstellen. Das ist ganz nett, wenn ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, Karten macht, wo bei einer Massenproduktion, ne, wo immer alles in der gleichen Stelle sein soll. Oder ihr locht Buchrücken zum Beispiel, ne, wo ihr Löcher auf gleichen Abständen haben wollt. Dafür ist das hier eine wirklich praktische Sache, weil ihr stellt es halt einmal ein und könnt dann euer Papier dagegen legen, ohne dass ihr jedes Mal neu abmessen müsst. Das ist eine gute Sache. Wie gesagt, Löcher machen und verpressen tut man dann, indem man die Zange zusammendrückt. Das geht auch relativ einfach. Also das ist ein ansehnliches Gerät, würde ich mal sagen. Ich finde, es hat schon ein bisschen was von Knüppel. Aber es geht wirklich leicht zu benutzen und ich finde es nach wie vor super. Es gehört wirklich zu meinen Lieblingswerkzeugen. Was dann kommt, ist hier vorne dieses Werkzeug zum Vernieten. Und das ist der Punkt, wo bei vielen irgendwie, wie soll man sagen, das Mysterium einsetzt. Dabei ist es relativ einfach. Das erkläre ich euch jetzt mal Stück für Stück. So, um euch zu zeigen, was diese kleinen Würfelchen hier vorne machen, nehme ich jetzt die große, die Big Bite. Die macht das Gleiche wie die kleine. Na, bloß, dass man, wie soll man sagen, ne? Sieht man. Man kann weiter rein. Das finde ich persönlich sehr praktisch, wenn ich zum Beispiel irgendwie Embellishment auf einem Layout unterbringen möchte oder auch auf einem Album. Wie gesagt, für irgendwelche Fadengeschichten auf Buchrücken benutze ich das gerne. Damit komme ich halt weit rein. Da macht das hier relativ schnell schlapp. Was hier halt auch noch anders ist, dass die Lochwerkzeuge hintereinander sind und davor dieses Vernietungswerkzeug. Das kann man hier oben dann umschalten. Ne, so großes Loch, kleines Loch und vernieten. Hier unten drauf sind drei
drei Skalen, wenn ihr genau abgemessen irgendwie Dinge positionieren wollt. Auch jeweils für das Loch, für das zum ne, Verpressen, für den Setter und für das große Loch. Und hier ist auch noch so eine Anlegeschiene, also das, was hier quasi das Kleine ist, ist hier das Große, so dass ihr auch, wenn ihr viele Sachen machen wollt, die irgendwie gleich sind oder eine Linie machen wollt, irgendwie, dass ihr euch hier dran orientieren könnt. So, gut. Jetzt habe ich das schon vorweggenommen, wollte ich eigentlich später, ist ja auch egal. Ich nehme jetzt das hier, weil sich hier diese Würfelchen leichter drehen lassen. Dieses Teil ist wirklich schon alt. Also ich glaube, lass mich mal lügen, es gab ja zuerst die Pinke. Dieses Teil in Pink und dann, weiß ich nicht, Grün war irgendwann eine Sonderfarbe. Man kann, glaube ich, aufgrund dieser Grifffarbe irgendwie feststellen, von wann das ist. Es ist auf jeden Fall nicht besonders neu. Ist ja auch völlig wurscht. Was mittlerweile noch anders ist als bei diesem hier, glaube ich zumindest zu wissen. Ich weiß nicht, ob das bei allen ist oder nur bei einigen. Oder auf jeden Fall gibt oder gab es zwischenzeitlich diese ja, Cubes, zum Auswechseln. Vielleicht, wenn man hier irgendwie was besonders doll breit gedrückt hat oder so. Keine Ahnung. Ich habe das schon ewig. Ich musste noch nie was auswechseln. Was daran jetzt anders ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass es das gibt. Auch nur zur Info nebenbei. Jetzt aber. Also, zur Benutzung dieser Dinger. Wenn man kann die drehen. Und wenn man das so ein bisschen gegen das Licht hält, das wird man jetzt hier auf dem Video auf keinen Fall erkennen können, sind hier eingeritzt kleine Zahlen und kleine Buchstaben auf den Würfeln oben. Das Prinzip ist relativ einfach, zusammengehört 1a, 2b, 3c, 4d. Wobei es nicht heißt, dass man die nicht auch noch in anderer Kombination benutzen kann. Aber auch dazu kommen wir später. Die erste Einstellung, 1a, ist für die großen Eyelets, also für die Eyelets mit den großen Löchern, wie zum Beispiel hier diese Wide Eyelets oder die Standard Eyelets von We Are Memory Keepers zum Beispiel. Ich benutze diese wirklich gerne, weil die auf der Rückseite hier sind die so ein bisschen eingeritzt. Und die lassen sich damit gut umbiegen. Es gibt auch andere Hersteller, bei denen das so ist. Und es gibt halt auch welche, bei denen das nicht so ist. Es macht einen Unterschied. Das zeige ich euch gleich. Wobei, funktionieren tut beides auch. Das ist, weiß ich nicht. Das gehört so zu diesen Nice-to-Haves. Also, großes Loch, große Öse, großes Dingen. Dann kommt als nächste wichtige Einstellung. Greifen wir mal vorweg. Hier C und 3. C und 3 ist für die kleinen Eyelets. Da habe ich hier so ein Mini-Dingen. Ne? Diese, was ist denn das? Ein Sechzehntel, nee, ein Achtel. Ein Achtel und 3/16. 3/16 ist das große, genau. Ein Achtel, Inch. Inche sind nicht meine Freunde. Kleine Eyelets. Ich unterscheide also klein und groß. Kleine Eyelets werden hiermit. Ne? Ihr seht, hier oben ist so ein Nupsi. Das zeige ich euch dann gleich auch nochmal. Wenn ihr da den Eyelet, die Öse zwischensetzt und ihr drückt es zusammen, dieser Nupsi, der ist flexibel, der geht dann rein. So. Und unten ist halt, wie gesagt, so ein Huppel. Darauf wird das Eyelet, also die Rückseite von dem Eyelet, umgebogen. Also es gleitet quasi an diesem Berg zur Seite, so dass das zur Seite gepresst wird. So ist es dann auch relativ einfach zu benutzen. Wenn man weiß, was das Gerät macht, dann ist das auch nicht mehr so ein Mysterium. Übersprungen habe ich jetzt B2. B ist hier diese flache Seite. Die flache Seite könnt ihr benutzen für flache Embellishments. Zum Beispiel sowas war mal irgendwie relativ in. Die hießen bei We Are Memory Keepers Designer Gremlets, wobei Gremlets gar nicht so aussehen auf der Rückseite, sondern das sind diese, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, vielleicht auch bei Bekleidungssachen, ne? So runde Teile mit so kleinen Pixies. Die werden nicht damit vernietet, sondern die werden dann vernietet mit 4D. 4D ist
das Teil, was ich persönlich, glaube ich, noch nie wirklich gebraucht habe, der sieht auch ein bisschen anders aus. Ne? Ihr seht, hier ist so ein Plastikring quasi noch drum, um dieses Metalldingens, und hier ist so ein Tal. Bei den Dingern für die Gremlins hier ist es auch so, dass es umgekehrt benutzt wird. Also das heißt, die Oberseite kommt aufs untere und die Unterseite aufs obere. Bei allen anderen Sachen ist es umgekehrt. Diese Dinger sind bei uns nicht besonders verbreitet und ich glaube, daran liegt es auch, dass viele gar nicht so genau wissen, wozu das hier gebraucht wird. Wir benutzen es halt einfach nicht. Was man noch machen kann, dieses untere Teil, wie gesagt, dadurch, dass hier dieser Ring ist, verhindert halt, dass wenn man eine Öse zusammendrückt, dass hier was rausrutscht. Also wenn ihr ein feines Teil habt, könnt ihr das halt auch gut benutzen. Oder ihr habt zum Beispiel, ihr möchtet eine Öse nicht ganz zusammendrücken, dann könntet ihr das vorsichtig hiermit machen. Die wird sich nicht ganz auseinanderbiegen. Da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Ich weiß jetzt persönlich auch gerade gar nicht genau. Ich habe es mal irgendwie dafür benutzt, aber ich weiß nicht mehr, warum. Keine Ahnung. Letzten Endes gilt bei diesen Dingen, wie bei allem anderen auch, Versuch macht klug. Also ne, diese vom Hersteller vorgesehenen Grundeinstellungen sind super, die funktionieren. Aber man kann Dinge auch anders benutzen. Was zum Beispiel ganz gut geht, ist, wenn ich jetzt hier so einen habe zum Beispiel, Snaps heißen die, die sehen so ein bisschen aus wie Druckknöpfe. Ja, dann kann ich auch das hier als Oberseite nehmen, weil dieses Rund legt sich da total gut rein und ist dann mit der Unterseite von, das ist jetzt eine kleine Unterseite, also wäre das ABC. Ne? Also oben D und unten C könnte man damit auch benutzen. Wie gesagt, das war das, was ich eben meinte, wenn man weiß, was man womit macht. Ne? A, große Eyelets, C, kleine Eyelets und es gibt auch noch welche mit Zwischengrößen. Da könnt ihr dann dieses B-Teil nehmen, das wird auch funktionieren. Oder die Unterseite von dem B-Teil funktioniert auch sehr gut bei kurzen Eyelets. Also es gibt welche, die haben hier so einen ganz kurzen Schaft. Ich versuche mal, ob man das sehen kann. Oh, jetzt mit meinen Grabbelpfoten. Ne? So sieht man das ungefähr. Kann das hier nicht so scharf stellen. Verdammt. Aber ich glaube, man kann es sehen. Ne? Links ist viel kürzer als rechts. Das geht auch gut mit dem B-Teil. So, jetzt habe ich ganz viel A, B, C, X, Y, sonst irgendwas um mich geschmissen. Das schreibe ich euch jetzt nochmal auf und dann könnt ihr euch das abschreiben. Stift zücken bitte jetzt. So, das Letzte, was jetzt noch kommt, ist halt diese Benutzung der Geschichten, was ich auch oft höre. Also Anfragen, E-Mails, die ich manchmal kriege oder auch in den Workshops werden Fragen gestellt. Ich nehme hier meine Crappedye, alles ist toll, ich habe tolle Eyelets, ich drücke die zusammen, die sehen irgendwie blöd aus. Was mache ich verkehrt? Die Antwort ist meistens relativ einfach. Entweder habt ihr zu viel Kraft benutzt, die Dinger möchten ein bisschen mit Gefühl behandelt werden, oder es sind wirklich einfach die falschen Einstellungen. Was noch einen Unterschied macht, wie gesagt, ist, ob die hinten eingekerbt sind oder nicht. Das sieht dann ein bisschen anders aus. Und was noch nicht ganz unwichtig ist, wenn ich zum Beispiel nur zwei so Stücke Cardstock miteinander verbinden möchte und ich habe aber eine lange Öse, dann habe ich natürlich ziemlich viel überstehendes Metall, das da irgendwie rum muss. Das sieht dann nicht so schön aus. Deshalb hat man dafür zum Beispiel, wenn man das viel benutzt, wow, komm her hier, kürzere Ösen. Die machen dann nicht so einen hässlichen Böppel auf der Rückseite. Das nur als Info. Mann! Können ja einmal hier, ich habe hier diesen, zack, ne, Graupappe, 2 mm Graupappe. Geht wunderbar, ne? Überhaupt gar kein Problem. Dann nehmen wir jetzt mal hier so ein Eyelet. Wenn ich den jetzt hier reinsetze in die Graupappe, guckt natürlich relativ wenig hinten über. Wenn ich den gleichen Eyelet jetzt nehme, hier einfach durch ein Papier, ne, seht ihr, dann guckt da ganz viel hinten über. So, nur um das zu verdeutlichen. Also den setze ich jetzt hier ein.
Dann nehme ich meine Zange. Wie gesagt, das, wo der Schnupsi verschwindet, ist die schöne Seite. So, und wenn ihr dann, guck mal, dass man das hier sehen kann, genau. So, jetzt habe ich den Eyelid da schon fest. Der verrutscht halt durch diesen sich zurückdrehenden Schnupsi dann auch nicht. Und jetzt drückt ihr das vorsichtig zusammen. Dann sieht es auf der Seite schön aus und hier ist es rund. Was passiert, wenn ich damit zu viel Kraft drauf rumholze? Zack, seht ihr das? Jetzt ist der platt gedrückt. Müsste man jetzt wahrscheinlich noch mal einen anderen daneben setzen als Vergleich, aber vielleicht könnt ihr es sehen. Der ist jetzt platt und nicht mehr schön erhaben. Wir machen einfach noch mal einen daneben. Zack. Wie gesagt, mit Gefühl, mit richtig rum ist auch eine gute Idee. Schwupp, schon ist es passiert. Ne? Der ist, kann man das so sehen, der ist hier schön erhaben und sieht gut aus und der ist tot. So, dann machen wir nochmal so einen kleinen Eyelid hier. Kleiner Eyelid, kleines Loch. Zack, mache ich hier mal rein. Ja, dieser Eyelid ist auf der Rückseite nicht eingekerbt. Das heißt, wenn der jetzt vernietet wird, dann, zack, hier seht ihr es auch wieder, ne? Ist da fest. Schwuppdiwupp. Oben ist er schön erhaben. Auf der Rückseite sieht der jetzt nicht ganz so schick aus, weil das einfach nicht ganz gleichmäßig wird, wenn der dann aufgeht. Aber das ist halt so eine kosmetische kleine Feinheit. Das ist jetzt nicht schlimm, aber auf der Seite sieht er gut aus. Auch da, wenn man das jetzt ganz doll macht, ich glaube, da geht es sogar, oder ist es noch schlimmer? Boah, ne? Der ist richtig platt gedrückt und hässlich und doof. Das ist auch immer ein bisschen abhängig davon, was ihr jetzt für ein Eyelid habt. Die Hersteller haben unterschiedliche Materialien. Je weicher dieses Teil ist, desto einfacher lässt es sich natürlich eigentlich zusammendrücken, aber desto einfacher habt ihr halt auch irgendwie einen Kinken drin, wenn ihr, weiß ich nicht, halt zu brutal mit eurem Werkzeug seid. So, das hier nur so als Tipp. Was man dann, wie gesagt, hier so Snaps noch nehmen kann, da könnte man jetzt die ganz glatte Geschichte, auch der ist so doof fest, das hier für die Oberseite nehmen, und für unten würde ich hier jetzt auch den für das kleine Eyelid nehmen. Ne, auch anderes gibt ja, wie gesagt, auch sowas hier zum Beispiel. Ne? Das macht ihr hier mit der flachen Seite. Da könnte man jetzt aber auch dieses Teil nehmen, der eigentlich für diese Grommets zuständig ist. Weil wenn man da jetzt, ich versuche mal, ob ich das so zeigen kann, wenn ihr das da habt, dann kann man, ja, sieht man nicht so richtig gut, aber dieser Snap-Dingsbums, der ist so ein bisschen rund und der kommt da drin gut zu liegen. Mit meinen dicken Wurstfingern sieht man das jetzt nicht gut. Aber ich mache das jetzt einfach mal. So, einmal Loch. Schwuppdiwupp. So, und zwar es ist ja, ich will ja auch, dass ihr es irgendwie ein bisschen sehen könnt. So. Ja. Und jetzt ist der, wie gesagt, mit dieser halbrunden Seite liegt der jetzt richtig schön in dieser Kuhle drin. Und ich kann ihn hier zusammendrücken. Der ist ein bisschen fester. So. Ja. Oben ist der gut. Und wie gesagt, hier die Rückseite sieht auch so ein bisschen, naja, die sieht halt so aus. So ist das halt bei denen, die nicht vorgedingst sind. Aber das ist schön, dass der so schön rund bleibt. Ich hätte jetzt einfach, glaube ich, Angst gehabt, dass mit dem ganz glatten Teil ich das so ein bisschen platt drücke. Wie gesagt, letzten Endes bei all diesen Geschichten, Materialien sind unterschiedlich. Ausprobieren ist immer eine gute Sache. Aber ich glaube, um jetzt so grundsätzlich zu wissen, was wie funktioniert und wozu gehört, das haben wir ungefähr geklärt, denke ich. Hoffe ich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Ideen habt, sagt gerne Bescheid. Ansonsten, happy scrapping, bis zum nächsten Mal und tschüss!